Aber jetzt, ihre liebe, meine liebe Geschwister, möchte ich rein in Gottes Wort. Danke für das Licht. Wir freuen uns zu hören gute Nachrichten. Leute, was kommen zu glauben? Nicaragua, andere Plätze, muslimische Länder, Iran. Hören wir schon von 1 Million, manche sagen 2 Millionen. Leute, was kamen zu glauben? Vor ein paar Jahren gab es da keine Gemeinde, kann man wohl sagen. Und viele von ihnen kommen zu glauben von direkter Offenbarung von Jesus. Einfach offenbart sich. Das ist eine Stunde des Gnade, eine Stunde, wo die bekommen die Möglichkeit. Die letzte Rufung, was geht in der Welt, kommt zu mir. Weil das ist jetzt die letzte Stunde. Israel ist schon zurück ins Land, die halbes Volk Israel ist zurück ins Land. Das ist ein großes Zeichen von den Endzeiten. Und ihr weiß, dass wenn die Zeiten von den Heiden kommen zum Ende, dann fängt es wieder an mit Israel. Und es fing schon an mit Israel. Also das ist jetzt die Ende von den Zeiten und die letzte Rufung in der Welt für die Heiden, die Völker, kommt zum Glauben. Auf die eine Seite sehen wir das, aber auf die andere Seite sehen wir, wie die Finsternis und besonders hier in Europa wächst und wird dunkler und schwarzer und schwarzer. Und der große Abfall von der Wahrheit. Ich war jetzt gerade da neben Hildesheim. Wie heißt es, dieses deutsche Stadt da? Niedersachsen oder? Wie heißt diese Stadt da? Richtung Hannover, ja. Niedersachsen, ja? Ja, das Land, Niedersachsen. Also in Niedersachsen haben sie jetzt gemacht ein Gesetz, wo Kinder im Kindergarten, das ist euch bekannt, ja, werden sexuell ausgebildet, wie Kinder kommen auf die Welt. Und sie mussten sich gegenseitig, so wurde ich berichtet, sich anfassen an ihre Geschlechtsteile. Und sich dann nackt stellen, sie sollen das alles kennenlernen. Und da gab es eine Familie, Eltern, die sagten, nein, sie haben ihre Kinder rausgezogen von der Kindergarten, kam man Polizei zu ihnen nach Hause, die Kinder wegzunehmen. Das ist Diktatur, das ist keine Demokratie. Und das ist von der Teufel. Und der Teufel tut angreifen, alles was kostbar ist und was Gott liebt, was kostbar auf Gottes Herzen ist, das greift ein. Und Kinder sind sehr kostbar und sehr liegen auf Gottes Herzen. Die Engel von den Kindern sehen Gott täglich und geben einen Bericht. Und Jesus sagt, wer einer von diesen Kleinen in Sünde führt, das ist meine Worte jetzt, weil ich lese Deutsch nicht, die Bibel nicht auf Deutsch, also entschuldige mir, aber ich weiß, von was ich rede. Er ist ihm besser, einen Stein in den Hals, in den Kragen und ins Meer reinzufallen. Und das ist genau, was passiert. Durch Gesetz. Die Mächte von Finsternis sind raufgeglättet, sie nehmen Macht und es geht immer weiter. Aber das sind die Zeiten, wo wir leben heute. In Offenbarung, der letzte Kapitel. Und oh, ich brauche jemanden, der bereit ist, Bibelstellen vorzulesen. Es wäre schon gut, ein Mikrofon ihm auch anzugeben. Also Offenbarung Kapitel 22 steht geschrieben in 22, letzte Kapitel, Vers 10 und bis 12. 10 bis 12. Und er spricht zu mir, versiegele nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und 12? Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Dankeschön. Wir leben jetzt in dieser Zeit von Trennung. Die Gerechten werden gerufen, die Gläubigen, die Wiedergeborenen werden gerufen, weiter und stärker seine Gerechtigkeit auszuleben.
ein heiliges Leben zu führen, ein heiliges Leben, sich entfernen von die Sünde und Schmutz von dieser Welt. Und zur Zeit, wo wir, der Leib Christi, wird gerufen, vorbereitet euch, weil bald kommt Jesus, bald müssen wir vor ihm stehen. Bald werden wir eingeladen zu der Hochzeit im Himmel. Reinigt eure Kleider durch das Blut von Jesus. Kommt nicht an mit verfleckendes Kleider in diese Hochzeitszeit. Ja, Offenbarung Kapitel 19. Lass man das auch schnell sehen. Offenbarung Kapitel 19, da steht geschrieben Vers 7 und 8 und 9. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftig Worte Gottes. Mhm. Wir werden berufen, wir sind eingeladen zu dieser Hochzeit. Aber wir müssen uns vorbereiten, unsere Kleidung. Wenn wir schauen in Offenbarung Kapitel 3, die Gemeinde von Sardis, da waren Leute, die meisten Leute haben ihre geistlichen Kleider verfleckt und schmutzig gehabt. Ja, Offenbarung Kapitel 3 und Vers 4. Lass mal das auch lesen. Und 5. Vers 4 und 5. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also, wir als Gemeinde werden jetzt berufen. Liebe Geschwister, vorbereitet euch. Die Zeit ist nah. Jesus kommt bald. Und das sind schlimme Zeiten, so wie Paulus hat gesagt, Timotheus, in 2. Timotheus, Kapitel 3, Verses 1 bis 4, wo er hat bezeichnet die Zeiten, wo wir heute leben, wo Menschen werden lieben Vergnügen und werden ihre Eltern nicht mehr ehren und was nicht alles, eine ganze Liste. Und das sind die Zeiten, wo wir heute leben. Und so die Welt sinkt tiefer und tiefer in Sünde. Die, was gehen in Sünde, machen mehr davon. Aber die Braut, die Gemeinde wird gerufen, sich vorzubereiten. Das ist eine Trennung, eine Spaltung. Auf der einen Seite sehen wir viele Leute, was kommt zu glauben, aber die Mehrheit von dieser Welt ist am Runtergehen. Und speziell in Europa. Und in der Westen, in Amerika. Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg hat 70% gehabt von Amerikanern, was haben sich bezeichnet als bibeltreue Amerikaner. Bibelgläubige Amerikaner. Und jede 20 Jahre nach dem Ende von dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Zahl in die Mitte geteilt. 20 Jahre später war das nur noch 35%. Und weiter und weiter. Und heute ist es ungefähr der 3% oder so von den Amerikanern, was bezeichnen sich noch als bibeltreue Christen. Und das sage ich nicht, das hörte ich von einem Pastor aus Amerika, einer, was hat ein großes Dienst, und er hat diese Statistik vorgegeben. In Jerusalem, in einer internationalen Konferenz. Wir leben in der Zeit von der großen Apostasie. 2. Thessaloniker Kapitel 2. Der große Abfall von der Wahrheit. Leute haben sie ihre Rücken umgedreht an Gott. Gott spotten, nicht anerkennen. Die Kinder werden gelernt in die Schule, dass unsere Großeltern waren Affen. Dass es gibt keinen Gott. Und diese ganze Blödsinn. Natur hat sich selber geschafft. Mutter Natur macht sich selber. Was für ein Blödsinn. Das ist so eine große Lüge, dass Leute glauben daran. Ich weiß es nicht, wie das zu erklären überhaupt. Wir gingen in einen Vogelpark da in Norddeutschland, nördlich von Hannover. Wunderbare Kreaturen, Natur von Gott, wunderbare Farben und alles ist anders geschafft und so genial. Wie alles funktioniert, wie Gott hat jede Sorte Fähigkeit gegeben, ihre Essen zu besorgen und was nicht, also man kann es überhaupt, und das sollte von alleine geschafft werden.
Auf einmal plötzlich ist alles zusammengekommen durch diese Explosion mit Staub, was hat sich rumgedreht und Wasser und ich weiß was. Dieses Quatsch. Und das glauben Leute. Das ist der große Abfall. Aber Jesus sagt auch, ich komme bald und ich habe meine, wieder Kapitel 22 und Vers 12, ich komme bald und ich habe meinen Lohn. Wie sagt es auf Deutsch? Mein Lohn. Für jeder nach seinen Taten. Gott schaut, Jesus schaut auf unsere Taten, was wir machen, wie wir leben, was wir machen. Und er gibt einen Lohn. Ihr Lieben, wir haben noch ein wenig Zeit, weiter zu machen, zu dienen, zu, wie sagt man, Sacrifice, zu opfern. Wir haben noch die Möglichkeit. Ich sage euch, und ich sage schon eine längere Zeit, nicht nur hier, also überall, wo ich bin, in Europa und so, es kommt Verfolgung gegenüber Christen. Weil diese Mächte von Finsternis sind aggressiv. Das sind böse Mächte. Also diese schöne, ruhige Zeit, was wir noch hier genießen, mit so unserem lieben Bruder Waldemar und so weiter, wir wissen nicht, wie lange, das ist sehr kostbar. Wie lange werden wir das noch haben hier? Und Gott wird es zulassen, diese Verfolgung, wenn es kommt, weil das reinigt, dieses Feuer bringt Leute in einen Platz, wo sie müssen wählen. Gott oder die Welt. Was ist mir wichtiger? Meine Gemütlichkeit, meine Karriere, mein Haus, mein Auto, mein Geld, mein ich weiß nicht was oder Jesus. Und alles kommt auf die Waage. Und da werden wir befreit von all den Dingen. Da kommst du in einen Platz, wo du siehst nur noch Gott, wo du hältst an ihm fest. Und das ist eine Vorbereitung für die Hochzeit wieder. Gott lässt es zu. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, Taten zu machen. Also morgens habt ihr hier Bibelstunde von Jakobus und Jakobusbrief Kapitel 2, in Vers 26. Da steht geschrieben, man kann es auch vorlesen, dass Glauben ohne Taten ist tot. Jakobusbrief Kapitel 2 und Vers 26. Das ist in dem Neuen Testament, ja, Jakobus. Wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne Werke tot. Amen, ohne Werke ist tot. Ja? Und Jesus, wenn er sprach zu den sieben Gemeinden von Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3, zu jeder von diesen sieben hat er gesagt, ich kenne deine Taten, ich kenne deine Werke. Für jede von diesen sieben. Wisst ihr, wir werden errettet durch Glauben an Yeshua, von ersten Moment, wo wir akzeptieren, dass er ist der Herr, dass er starb für uns, dass wir sind sündig. Von der ersten Stunde, wo wir bitten um Verzeihung, wo wir anerkennen unsere Sünden, wird die Sünderlast runtergenommen und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Das ist nicht von unseren Taten, haben wir das gewonnen, verdient. Aber wenn wir haben ein lebendiges Glauben und nur ein lebendiges Glauben wird er uns retten und wird uns führen ins Himmel. Wenn wir haben ein lebendiges Glauben, das bedeutet, wir leben unseren Glauben. Und das bedeutet, es gibt alle die Schlechte, was wir bekämpfen in uns. In unserer alten Natur, was wir sagen, ich will es nicht machen. Dafür bekommen wir auch ein Kreuz zu tragen, wo ich sage Nein zu meinem Fleisch. Und auf der anderen Seite alles, was Ja zu machen. Nicht nur Nein, nicht nur nicht Sünden, sondern was, Gott, was willst du mit meinem Leben? Taten sind wichtig. Und ich möchte heute Abend weitergeben ein paar Hinweisungen von Gottes Wort. Wie können wir machen Taten, Frucht, Dienst, was wohlgefällt unseren Herrn? Wir können noch Reichtümer sammeln im Himmel. Aber ich kann persönlich sagen, wenn ich suche, Gottes Willen zu machen, ist es nicht mit dem Gedanken, ich will ein Reichtum mir selber im Himmel sammeln. Das ist einfach, Gott,
Ich liebe dich. Ich will dich. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Dir will ich dienen. Nach dir will ich folgen. An dir will ich halten. Nicht, weil ich denke, was ich bekomme im Himmel, sondern weil das ist, was richtig ist. Also, ein paar Hinweisungen. Nummer 1. Öffnen mal in Kolosserbrief, Kapitel 3. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 23 und 24. Jawohl. Also, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Alles, was wir machen, wenn wir machen es für Gott, egal was es ist, wenn du machst das Beste für Gott, nicht für deinen Chef in Arbeitsplatz oder für ich weiß nicht wer, wohl zu gefallen. Nein. Gott, ich will mein Bestes machen für dich. Alles, was wir machen, wenn wir machen es für Gott, werden wir bekommen Lohn von ihm. Er sieht es an. Und er benutzt es für seine Ehre. Menschen sehen das. Es steht geschrieben, Jesus hat gesagt zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz des Menschen, der Welt. Wenn Menschen werden sehen, eure guten Taten, werden sie loben, eure himmlische Vater. Das bringt Ehre an Gott. Wenn wir machen, was ist richtig, das bringt Ehre an Gott. Ja? Also egal, wo wir sind, weil Menschen sagen, wie werde ich dienen? Was ist mein Dienst? Was kann ich machen für Gott? Also lass mal anfangen. Wenn ich rede mit Jugend, sage ich ihnen dasselbe. Zu Hause, mach deine Hausarbeit. Gehorsam auf die Mama und Papa. Fang da an. Du musst das Geschirr waschen oder ich weiß was, dein Zimmer aufräumen, deine Schularbeit machen. Fang da an. Sei treu damit und sag, ich mache es für dich, Gott. Da bist du schon Gott am Dienen. Und dann geht es los. Gott sieht es. Und es gibt einen Lohn im Himmel. Und wenn wir das verstehen, dann sagen wir, jeder von uns hat was zu machen. Keiner ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen nicht Waldemar Saterczuk sein und die ganze Welt durchzureisen, um etwas Würdiges zu machen. Wir können anfangen, wo wir da sind. Manche Leute sagen, wenn ich einmal, erst muss ich das und das und das machen, dann eines Tages wird Gott mich berufen auf etwas Großes. Wartet nicht auf das Große, fang an heute. Gut. Aber der zweite Hinweise ist, bau dein Leben auf Jesus. Das bedeutet Gehorsamkeit zu Jesus, zu Yeshua. Er öffnet 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Die erste Hinweisung war, mach alles für Gott. Was du machst, mach es am besten. Aber der zweite, bau da dein ganzes Leben auf der Basis von Yeshua. 1. Korinther, Kapitel 3. Welcher Vers? Von Vers 9 können wir mal lesen bis Vers 14, bitte. 9 bis 14. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Lohn empfangen. Wer wird Lohn empfangen? Derjenige, dass seine Taten, was er hat aufgebaut in seinem Leben, wird bestätigen oder wird durchgehen durch das Prüfung des Feuers. Was bedeutet das Prüfung des Feuers?
Eines Tages wird alles durch das Feuer gezogen werden. Was bedeutet das? In Offenbarung Kapitel 1 sehen wir ein Bild von Jesus, von Yeshua. Johannes erzählt uns, wie er sieht, und seine Augen sind Feuer. Wenn der Zeit wird kommen, wo wir stehen vor Gericht, und seine feurigen Augen werden durchsehen unseres ganzen Taten, dann alles, was wurde gemacht, aus Glauben, in Liebe, mit einem Opfer, alles, was war, wurde gemacht nach seinem Plan, nach seinem Willen für unser Leben, alles, was wurde gemacht mit dem Heiligen Geist, auf Basis von seinem Wort, das werden wir noch sehen, das ist Gold und Silber und kostbare Steine. Und das wird das Feuer bestehen. Aber wenn wir schlagen auf Schaum und wir können organisieren noch ein Kaffeeparty und noch ein Konzert und noch etwas ohne Jesus, ohne Wahrheit, ohne Gottes Wort, ohne die Leute zu rufen, wirklich zum heiliges Leben, zum Gottes Furcht und Gottes Liebe. Wenn wir erzählen, Leute, nur Jesus liebt dich, wie du bist, sollst du wohlgefühlen hier, alles ist akzeptiert, wir umarmen jede Homo-Lesbien, also wir umarmen auch Homo-Lesbien, wenn sie wollen zu Jesus kommen und befreit werden. Aber wir umarmen nicht die Sünde. Die Gnade Gottes ist nicht da, um Sünde zu ertragen, sondern Menschen von der Sünde befreien und vergeben und reinigen davon. Was für ein Wort hören wir in Gottesdienst? Was geben wir weiter an die Gemeinden? Was hören die Gemeinden hier in Deutschland oder in Amerika? Wer hat die Gemeinde vorbereitet, auf was jetzt kommt? Wir können uns nur vorbereiten an das, dass wir näher an Jesus halten. Also bau dein Leben auf das Fundament von Yeshua. Von Jesus. Paulus sagt, das ist eine Bedingung, aufzubauen auf dieses Fundament, kein anderes Fundament. Und was bedeutet das? Also wir brauchen keine Zweifel haben, was das bedeutet, weil Jesus hat es selber erklärt in Matthäus Kapitel 7 und Vers 24. Dieser Gleichnis von der Mann, was hat sein Haus gebaut auf der Felsen, und der unweise Mann, was hat es gebaut auf der Sand. Und dann sagt Jesus in Vers 24, Matthäus 7, 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Weiter. Wer hört meine Wörter? Lesen wir Gottes Wort? Haben wir Interesse an Gottes Wort? Ist uns wichtig Gottes Wort? Wollen wir wissen, was Gott sagt? Ich stehe und ich selber sage, Mensch, ich soll selber noch mehr Zeit nehmen, weil, wisst ihr, dieses Wort ist 3.500 Jahre alt. Seit Moses hat es geschrieben. 3.500 Jahre alt. Und bewahrt, und das ist, kommt von Himmel, was ist wichtiger als das? Und das zeigt uns den Weg für ewiges Leben, was ist wichtiger als das? Und das ist bestätigt, dass das ist wahr. Prophezeiungen, was wurden gegeben? 3.500 bis vor 2.000 Jahre, also 1.500 Jahre lange Zeit, wurden Prophezeiungen gegeben, was heute erfüllen sich. Also wir leben in einer mathematischen, wissenschaftlichen Welt heute, nicht wahr? Man kann es mal ausrechnen, statistisch, was ist die Möglichkeit, dass ein Mensch vor 3.000 Jahren sagt, eine Sache von einer genauen Information geben, was wird schlagen 3.000 Jahre später? Und dann, was ist die Möglichkeit, die Chancen, dass 30 solche Wahrheiten werden gesagt von verschiedenen Leuten, was haben sich nicht gegenseitig kennengelernt, genaue Informationen, was schlagen zusammen heute, was ist die Möglichkeit, dass 100 solche Dinge werden gesagt? Das ist total klar, Gottes Wort ist die Wahrheit. Logisch, menschlich, kann man schon, da kann man keinen Zweifel haben.
Wenn man redet von Gog und Magog und was heute sich entwickelt. Also erstmal, dass Israel wird gesammelt. Erstmal, dass Israel, haben sie gesagt, wird ins Exil gehen. Und dann, dass Israel wird weiter existieren, eigentlich 2700 Jahre später, seit die 10 Stämme Israel gingen zu Exil, die assyrische Exil. Was für Volk hat es überstanden? Und wir wurden verfolgt überall. Und dann, dass ganz Israel wird wieder gesammelt werden. Von überall, Norden, Westen. Und besonders von den Norden. Gott wird es befreien von Kommunismus. Einer, was ist stärker, wird sie bringen. Alles wurde gesagt, genau. Und sie werden zurückkommen zu das Land Israel. Was war verwüstet? Das Land war verwüstet, als die Briten kamen in 1917 nach der Ersten Weltkrieg zum Ende. Und da gibt es Bilder, was sie haben, seine Flugzeuge haben geknipst und man sieht Filme. Das ganze Land ist eine Wüste. Da war Mark Twain, ging von Tiberias nach Jaffa. Nicht ein Baum hat er auf den Weg gesehen, nicht ein Baum. Das Land war eine Wüste. Und das sagen die, haben sie damals gesagt. Und dann wird es blühen und es blüht. Und die werden zusammenkommen von allen Ländern. Und das passiert, das ist nicht nur Israel oder nur Juda, so wie es war in der Zeit von Ezra und Nehemia, sondern ganz Israel. Und sie werden ein Volk sein, nicht mehr zwei Königreiche, Samaria und Jerusalem, was haben sich bekämpft. Und dann kommt die Zeit, wo ein großer Feind von Norden mit Iranien und Libyen und Sudan kamen zusammen, genaue Länder, genaue Völker, Nord, Osten, Süd von Israel, Westen von Israel, Libyen, Israel, also vier Ecken von Israel, Gog und Magog, Kapitel 38, Vers 5. Und dann kommt er gegen Städte, was sind ohne Mauern und ohne Türe. Alles wird da geschrieben, genaue Informationen. Die Bibel ist wahr. Amen. Gott lebt. Und wir, jeder, was glaubt an ihm, steht auf die Seite von der Sieger. Jeschua ist der Sieger. Aber wir müssen festhalten an unserem Glauben bis zum Ende. Nicht nachlassen. Also, bauen auf das Fundament von Jesus, das bedeutet, lernt Gottes Wort und mach es. Einfach Gehorsamkeit. Das ist, muss man keine theologische Studie machen, 200 Jahre lang in Kopf mit Stroh voll machen. Muss man einfach die Bibel aufschlagen und mal lesen. Einfach. Und mit der Heilige Geist, er ist unsere Lehrer. Und dann Gehorsam. Was wir verstehen, so viel Licht, wie Gott durch seine Gnade uns geschenkt hat, das sollen wir machen. Mehr verlangt er nicht von uns. Und er arbeitet in unserem Leben und er macht weiter und er, was er hat angefangen, will er zum Ende bringen. Also bau dein Leben auf Jesus, auf dieses Fundament kannst du Gold und Silber und teure Steine dir sammeln und Lohn bekommen. Aber dann möchte ich gehen auf die dritte. Der erste war, mach alles für die Ehre von Gott, nicht für Menschen. Bau dein Leben auf das Fundament von Jesus, sei gehorsam. Aber der dritte, Dienst an Gott ist verbunden mit einem Opfer. Sei bereit zu opfern. In Römer Kapitel 12, lass mal das mal sehen, Römer Kapitel 12, Vers 1, da steht geschrieben, Römer, Kapitel 12, Römerbrief, Vers 1. 1 und 2. 12, 1 und 2, ja. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Es gibt so viel eingepackt hier in diese paar Verse, in diese zwei Verse. Okay, wir sollen unser Leben als ein Opfer hinlegen. Bald werden wir weiter davon reden. Aber der Schwerpunkt hat zu tun mit unserem Verstand hier. Seid nicht wie dieses Welt. Hier geht es um einen Prozess von Erneuerung, wo wir ändern uns, wo wir erlauben, Gott uns zu ändern. Als wir lesen Gottes Wort wird, ist bezeichnet in der Neuen Testament als Wasser. Und als diese Wasser fließen durch unseren Verstand und wir sehen verschiedene Ideen, was wir haben, was passen nicht an Gottes Wort. Wenn wir dann sagen, okay Herr, ich will mich ändern, werden wir gereinigt. Und das ist ein Prozess, das nimmt Zeit, aber Gott hat Geduld. Wir müssen nur mitmachen und dabei sein und sagen, Herr, ich will deine Wille wissen, um das zu machen. Nicht nur zu wissen, weil es interessant ist. Wenn man sitzt hier heute Abend einfach, um noch ein Predigt zu hören, noch etwas Interessantes aus Israel, hat es keinen Wert. Aber wenn wir wollen das hören, um das Leben zu praktizieren, zu machen, dann hat es Wert. Als Beispiel, ich bin ein, lass mal sagen, als Frau, du liebst Frauen, demütigt euch unter eure Männer. Frauen, ruhig, ich schlage euch nicht über die Köpfe jetzt. Aber man liest so etwas. Und wir leben heute in einer feministischen, demokratischen, humanistischen Welt. Und du spürst, das ist ein Anstoß. Jetzt, ich rede von gläubigen Männern, ich rede jetzt nicht von Alkoholisten und ich weiß nicht was. Was schlagen ihre Frauen und so weiter. Aber normale Eheleben muss man akzeptieren. Auf der anderen Seite, Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus hat geliebt sein Braut und hat sich selber geopfert. Frau, ich liebe dich. Ich will dich lieben. Gott, hilf mir. Weißt du, so ein Demut, also eine Unterordnung von Frauen und so eine Liebe von Männern kann man nur durch den Heiligen Geist. Das geht nicht mit unserer guten Seele. Da braucht man die Hilfe von dem Heiligen Geist. Aber wenn man das macht, kommt man in Harmonie rein, als ein Ehepaar. Und dann ist Eheleben kann so wunderschön sein. Kann ein Segen sein. Das ist wunderschön, verliebt zu sein nach 34 Jahren, Hochzeitjahre. Und ich weiß, ich bin ganz jung hier gegenüber. Wer hier sitzt, nur 34 Jahre, aber wunderbare Jahre. Gott hat den Schlüssel. Sein Wort ist Leben. Der Teufel will stehlen. Er sagt, Frau, nein. Sag nein, stirb deine Rechte. Mann, ach, lass die. Du geh deine Wege. Man kann sie überhaupt nicht verstehen, sowieso. Und ich weiß nicht, was alles Männer und Frauen sich denken und stritten sich. Aber das ist ein Prozess von Erneuerung. Vielleicht sitzen wir hier und wir sind schon 50 Jahre verheiratet und unser Leben ist so. Wir kamen irgendwo zu einem Waffenstillstand vor 30 Jahren. Wir haben so lange gekämpft, bis wir beide waren schon so erschöpft, dass es, oh, okay, das ist, ich kann sie nicht ändern, sie kann mich nicht ändern, wir gehen jetzt was, irgendein Waffenstillstand. Ja? Also, es gibt etwas Besseres. Man kann weitergehen. Nicht weiter kämpfen. Weiter früh. Weiter in Jesus seinen Weg gehen. Also das ist nur ein Beispiel von praktischer, wie wir werden berufen, erneut zu werden. Wir kommen in unser Eheleben, wenn ich vorbereite, junge Leute, ja, zu Hora, ich sage, ihr kommt mit Ideen in eure Eheleben. Aber, und ich sage, von wo habt ihr eure Ideen gesammelt? Ah, von Büchern. Also erstmal von unserem Elternhaus. Ob es war ein gutes Beispiel oder ein schlechtes. Ja. Und dann, was wir haben gelesen von Büchern und von unseren Kameraden und in Filmen und ich weiß nicht was. Viele davon ist Mist. Und das muss weggewaschen werden. Erneuerung. Aber dann, wir sollen unser Leben
lebendiges Leben anbieten Gott als eine Opfer. Das bedeutet zu lernen, was er will. Was will Gott, um das zu machen? Wisst ihr, Abraham wird bezeichnet als der Vater unseres Glaubens. Und in seinem Fall war das: Abraham, verlass dein Haus, dein Land, deine Heimat, deine Familie, dein Vaterhaus. Verlass es alles und folg mir nach. Eigentlich jeder von uns, was kam zu Jesus, hörte seinen Ruf: Komm, folg mir nach. In unserem Fall bedeutet es jetzt nicht, verlass Deutschland und geh nach Nicaragua unbedingt. Oder nach Israel oder wer weiß wohin, ja? Aber die Bereitschaft: Herr, du bist über alles. Herr, ich bin bereit, alles abzugeben. Du bist über alles. Und wenn er ruft dich, wer, wo immer, dann ja. Habt keine Angst, dass Gott wird euch berufen, etwas, was ist unmöglich. Weil wenn Gott ruft uns, etwas zu machen, gibt er die Gnade, das zu machen. In Philipperbrief Kapitel 2 und Vers 13, da steht geschrieben Folgendes. Lass mal das lesen. Philipperbrief Kapitel 2 und Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Seht ihr, Gott wirkt. Wenn er findet ein Herzen, was ist vollkommen gegeben, übergegeben an Gott. Wisst ihr, dass es steht geschrieben in der Bibel, dass Gott seine Augen laufen durch das ganze Welt und es sucht Herzen, die sind vollkommen ihm angegeben. Kennt ihr das? Ja? Nicht alle sagen ja. Einen Moment, ich suche es, ich schlage es mal auf. Das ist in Chronicles auf Englisch, sagt man. Wie heißt das? Chronicle, 2. Chronicle, Kapitel 16, Vers 9. Lass mal das lesen. 2. Chronicle, Kapitel 16, Vers 9. Vers 9. Da heißt es: Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Ja, die Augen Gottes. Ja, das ist genug. Die Augen Gottes. In Offenbarung finden wir die, auch die, diese Kreaturen im Himmel, voll mit Augen. Augen, Augen, Augen. Buch Daniel, Augen, oder Ezekiel auch. Augen. Gott schaut. Was sieht er heute Abend, wenn er blickt rein in unseres Herzen rein? Aber wenn er sieht ein Herz, was sagt: Gott, ich will dich. Das heißt nicht, ich bin vollkommen. Dass ich habe nicht meine Schwächepunkte, wo ich bin am Bekämpfen und so weiter. Aber Gott, ich will dich. Ich will dich dienen. Meine Leben gehören dir. Er sieht es. Und wenn du sagst, nicht meine Wille, aber deine Wille geschehen. Nicht meine Wille. Ich sage Jugend, weil man hat, auch hier in Deutschland, jeder hat seinen vorbezeichneten Plan für sein Leben. Kindergarten, erste Schule, Hochschule, Studium, vielleicht Militär, in Israel ist Militär in der Mitte und dann Universität. Nein, vor Universität geht man in Ausland. Kopfreinigung heißt es, ein halbes Jahr in den Dschungels von ich weiß nicht wo, läuft man rum, um zu vergessen von der Armee, und dann kommt man zurück und dann arbeitet man und man hat ein bisschen Geld und dann geht man studieren in Universität und danach das und danach das und danach heiraten und. Alles ist vorgeplant, vorgezeichnet. Genau, man Gott hat keinen Raum in diesem Plan. Also es ist nicht schlecht, Studium zu machen, aber frag Gott. Wenn er zeigt dir nichts anderes, dann geh, mach dein Studium. Aber frag ihn: Gott, was willst du mit meinem Leben? Hier bin ich. Benütz mich. Was du willst. Nicht meine Wille, dein Wille. Ich habe einen Plan, Gott, aber ich bin es bereit, hinzulegen. Und auch wenn wir schon alt sind, solange wir noch leben, Gott, deine Wille, nicht meine Wille. Und wir können noch weiter Frucht machen in unserem Leben. Das ist nie zu spät.
Opfer. Wir sollen bereit sein, unsere Leben zu opfern. Weißt du, wisst ihr, liebe Geschwister, wenn ich denke auf mein Leben, ich kann nicht betrachten etwas als Opfer, weil es gibt nichts Besseres, als Gott zu dienen. Aber menschlich gesprochen kann ich erzählen, ja, ich kam zu Glauben, habe ich mich abgeschnitten von der ganzen Gesellschaft und Jugendlichen. Ich war der einzigste Gläubige in meiner ganzen Hochschule. Der einzigste Teenager in meiner kleinen Gemeinde. In ganz Israel gab es vielleicht 35 Teenagers, gestreut im ganzen Land. Alleine. Mit zwei älteren Eltern. Sie waren 40 Jahre. Meine Mutter war 40 Jahre, als ich kam auf die Welt. Mit 15 war sie schon 55, sie war auch krank und so weiter. Alleine. Sehr graues Leben. Und der Herr fing an, mit mir zu reden. Karate habe ich gelernt. Der Herr sprach zu mir eines Tages, ich kam zurück von einer Karate-Übung. Sohn, wo warst du? Diese Stimme von der Heilige Geist war auf Karate-Übung. Was hast du denn da gelernt? Also, zu schlagen und stark. Und was habe ich dich ausgelernt? Oh, ich wusste, der Heilige Geist hat mich erinnert, wer schlagt dich auf der eine Backe, gibt die andere. Und dann war die Knockout-Frage. Wem willst du vertrauen? Dein Fleisch, dich zu verteidigen, oder willst du mich vertrauen? Und ich wusste, dass einer, was tut sein Vertrauen auf Fleisch, eigene oder andere, ist so wie eine Pflanze in die Wüste. Aber ein Mensch, ein Mann, was legt sein Vertrauen an Gott, ist so wie ein Baum gepflanzt auf Wasser. Und ich wollte sehr weiter Karate lernen, weil ich bin groß gewachsen in einer Nachbarschaft, wo es gab Schlägereien und verschiedene. Und ich wollte mich verteidigen können, aber ich habe es abgelassen, weil Gott hat gesagt. Und dann kam ich eines Tages zurück von einem Kino. Sohn, wo warst du? Ich war in einem Kino. Was hast du denn da gesehen? Wusste ich bald schon, das, was ich da gesehen habe, war nichts, was wohlgefällt den Herrn. Wie lange Zeit warst du da? Ich habe da investiert, 3 Stunden, eine halbe Stunde hinzufahren, 2 Stunden anzuschauen, eine halbe Stunde zurück, 3 Stunden von meiner Freizeit. Wie lange hast du heute die Bibel gelesen? Ich habe mich geschämt zu antworten. Und dann kam wieder, was ich nenne, die Knockout-Frage. Wem hast du lieber? Mich oder die Welt? Oh, wie kann ich Gott dir sagen, ich liebe dich mehr als die Welt, wenn ich investiere meine freie Zeit und mein Geld in das Mist von dieser Welt und ich habe keine Zeit für dich. Dann kam wieder zur Erinnerung ein anderer Vers. Wenn dein rechtes Auge dich in Verführung führt, schläg es aus. Besser mit einem Auge ins Zimmer zu kommen, als mit zwei in die Hölle zu gehen. Rechte Hand, rechte Fuß, schneide es ab, schneide es ab. Und ich wusste, ich muss abschneiden, Filme von meinem Leben, Kino gehen von meinem Leben. Und da fing an der Kampf und nur dann habe ich entdeckt, dass ich war ein Kinozüchtiger, ein Alkoholist, ein Rauschgiftzüchtiger, ich war ein Kinozüchtiger. Und das war ein Kampf. Das war ein paar Monate lang, dieser Kampf. Und mein Haus, also meine Hochschule war 1 Stunde Fahrt mit 2 Busse, muss ich quer durch Tel Aviv fahren, um zu meiner Hochschule zu kommen und zurück. Und da habe ich immer gesehen, die neue Reklamation von dem neuen Film, was in die Stadt kam. Oh Gott, nur noch diese eine Film muss ich anschauen, dann höre ich auf. So, oh, das war ein Kampf. Aber seit ich 16 Jahre alt war, ging ich nicht mehr ins Kino. Bis heute. Für mich ist es abgeschnitten. Es ist nicht, dass man kann nicht gehen, ein Komödie mehr irgendwo anschauen, einen Film. Ich sage, oder es ist etwas, was. Aber für mich war das. Ich musste das abschneiden. Ist das ein Opfer? Gegenüber Gott zu dienen, das ist kein Opfer, wenn man schaut zurück. Und dann wollte der Armee, dass ich soll ein Pilot werden.
Das bedeutete damals 9 Jahre Militär, aber Pilot ist geehrt und der Höchste in der israelischen Armee und so weiter. Karriere, jeder wird dich akzeptieren nach dem Armeedienst. Ich habe gebetet und ich will jetzt nicht lange Geschichte machen, aber Gott hat gesagt, nein. Habe ich unterschrieben, ein Dokument, dass ich will kein Pilot werden. Abgegeben. Kam raus von Armee, war verheiratet mit meiner Frau, 3 Tage fasten, beten. Das war der erste Urlaubtag, fingen wir an mit diesen 3 Tagen. Das war ein Brennen in meinem Herzen. Gott, was willst du mit meinem Leben? Und da ging es nicht mehr ins Studium, Universität. Da kam ein Vorbild, du wirst arbeiten in irgendeinem Arbeitsplatz mit deinen Händen, mit Gläubigen, Arbeitsplatz, das fängt an morgens im Gebet. Wo gab es in Israel 1981 einen Arbeitsplatz, was die Besitzer waren, Gläubige kannte ich, hatte ich keine Idee. Aber es gab in Tiberias so ein kleines Werkstatt. Gott hat dazu geführt, dass ich traf diesen amerikanischen Bruder, was fing das an? Und als ich kam zu einem Interview und er sagte mir, sie fangen an jeden Morgen mit 15, 20 Minuten Gebet, wusste ich bald, das ist mein Platz. Ich habe gesagt, ich komme hier arbeiten. Und ich stand nach diesem schönen Gespräch, ich war am Raussteigen von seinem Büro ausgehen, ich stand an der Tür und er sagt, wacht, wir haben noch nicht geredet über dein Gehalt. Habe ich ihm gesagt, egal, was du mir bezahlst, ich werde sehen, wenn ich bekomme mein erstes Lohn, ich komme arbeiten hier. Keine Universität, einfacher Arbeiter, mit meinen Händen, Production Worker. $2 und ich weiß wie viel, 25 Cent pro Stunde oder was hat man damals bezahlt, so etwas. Vielleicht $2,50, ich habe schon nicht mehr in Erinnerung. Keine Möglichkeit, junge Frau, wunderbare Frau, ein Spruch, 31 Frau, wunderbare Frau, aber wir hatten nichts. Ohne Ausbildung, was wird von deinem Leben werden? 4 Jahre später wurde ich Generaldirektor von dieser Firma. Und 7 Jahre später war das die größte Firma auf der Welt, damals zur Zeit. Was hat Antennen für die Cellular Antennas? Handys. Und es wurde anerkannt von der israelischen Regierung. Unsere Ingenieurs hatten, unsere Modells, was wurden in Tiberias entwickelt, hatten den Weltmarkt geführt. Ganz Motorola weltweit und kaum ganz Nokia weltweit waren wir die Lieferanten davon. Und diese kleine Firma, was fing an, 300 Quadratmeter, ist gesprungen 30 Mal größer. 30 Mal größer. Und wurde internationale Firma. Und dann, wenn es jetzt war schon, ich erzähle es nicht, überhaupt nicht die ganze Geschichte, das ist eine wunderbare Geschichte, aber zu lang für heute Abend, ja. Aber dann, wir waren jetzt frei von Schulden, das war total verändert. Eines Morgens sprach der Herr zu mir und sagte, verlass es. Jetzt will ich, dass du wirst vollzeitig Pastor werden. Und das war jetzt wieder vor wie viele Jahre, 25 Jahre oder wie viel zurück, bin ich für vollzeitig Pastor. Das hört sich an zu opfern, das ist kein Opfer. Und als Gott hat mich gerufen, Pastor zu werden, mein Vater hat mich angerufen, hat gesagt, Sohn, wenn du das machst, bist du nicht mehr mein Sohn. Ich will dich nicht mehr sehen und nichts mehr von dir hören. Und zugeschlagene Telefon. 11 Uhr nachts. So böse war er. Und ich wusste, wenn mein Vater entscheidet sich auf etwas, ist es fertig. Und das war es auch. Für die nächsten 2,5 Jahre, bis Gott hat ihn geändert. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Gott prüft dich. Bist du bereit, deinen Vater zu verlassen? Bist du bereit, eine gute Position zu verlassen? Bist du bereit zu verlassen, dein Studium, also deine Karriere, deine Pläne? Ihr Lieben, es ist so leicht zu verlassen. Es gibt nichts Besseres, als Gott nachzufolgen. Aber ich möchte euch sagen, der Weg ist gegangen durch Feuer, durch Verfolgung in die Gemeinde, durch riesige Probleme in die Firma. Stein auf uns geschmissen,
Vor Gericht wurde ich gebracht. Ich war 26 Jahre alt, als ich wurde der Generaldirektor, und die Firma war in große Schulden. Das war eigentlich bankrott, die Firma. Richtig, das war bankrott. Und wir wurden vor Gericht gebracht, und was ich das erste Mal in meinem Leben wurde, stand ich vor einem Richter. Wir hatten nicht einen Pfennig gehabt für einen Rechtsanwalt. 24 Court Cases, wie sagt man, Anklage von der Arbeitsunion, Gesellschaft oder wie das heißt, ja. Gewerkschaft. Ja. Gott hat uns von alles rausgezogen. Gott sei Dank. Und wir waren, hat uns aufgehoben von des Mist, von das Loch, hat uns aufgehoben. Ihr Lieben, sind wir bereit zu opfern? Lass mal wiederholen, was wir kurz gesagt haben heute. Jesus kommt bald. Er bringt seinen Lohn mit ihm. Lass man alles machen für Gottes Ehre, wo wir immer sind. Bereit sein, auch ihm zu bezeugen. Und wenn Leute sagen, bravo, hast es wohl gemacht, sag, alle Ehre gehört dem Herrn. Das müssen wir auch bemerken. Wenn du bist ein so wunderbarer Arbeiter, aber du nimmst alle Kredit für sich selber und keiner weiß nicht, dass du bist ein Christ, das hat keinen Wert. Und wieder, sei bereit aufzugeben, weil wenn sie wissen, dass du bist ein Christ, vielleicht werden sie gegen dich stehen. Als ich wurde Generaldirektor gemacht, stand ich vor der Arbeit. Ich habe ihm das Erste, was ich habe ihm gesagt, ich bin ein messianischer Jude, ich glaube an Yeshua. Ich wollte, dass es so klar sein. Weil der Teufel hat mir Angst gegeben. Er hat mir gesagt, sie werden gegen dir stehen. Sie werden sabotieren. Das ist okay, wenn ein Amerikaner ist ein Christ. Aber du, Jude, du bist ein Verräter, wenn du glaubst an Yeshua. Sie werden machen, dass du durchfällst. Innen drinnen, dieser Goliath war in mir. Und ich habe gesagt, nein, nein, nein. Ich stand, ich habe gesagt, ich glaube an Yeshua. Ich wollte diese Furcht besiegen. Und die Brücke hinter mir brennen. Es gibt kein Zurückgehen. Ich werde keine Spiele machen. Ich werde nicht verleugnen. Ich werde nicht klug sein. Sag, ich muss nicht unbedingt die Perle an die Schweine schmeißen. Es gibt verschiedene Schriftstellen, was man kann benutzen, um zu bedecken Furcht. Nein, nein. Und dann, als die Regierung wollte uns geben, in Jerusalem, in dem Parlament, dieser Preis, Kaplanpreis, später, nachdem wir waren schon erfolgreich, wurden wir anerkannt und wurden eingeladen. Aber das war ein Prozess. Und da kam Prüfung von diesem Ingenieur, von der Regierung. Und er saß in meinem Büro und er hat vorgelesen, alles, was ich habe geschrieben, die Geschichte, wie diese Firma ist hochgekommen mit unserem neuen Produkt und so, aber ich habe da geschrieben, einen Satz habe ich geschrieben. Ich habe mir selber gesagt, ich kann doch nicht sagen, wir. Das ist nicht wir. Das ist doch Gottes Gnade. Ich muss es anerkennen irgendwie. Habe ich gesagt, mit Gottes Gnade oder so einen Satz habe ich da reingetan in diese ganze. Und da saß er in meinem Büro. Natürlich habe ich nichts gesagt von Yeshua. Oh, verrückt bin ich nicht. Nur Gott. Aber ich saß er kam in mein Büro rein und er sagte, er hat alles war wunderbar, er hat die ganze Firma angeschaut, alles war schön, wunderschön. Aber dann sitzt er vor mir in meinem Büro und sagt mir, sag mir, was ist denn dieser Satz über Gott? Ihr seid doch Hightech-Firma, ja, Businessmenschen, was hat das hier mit Gott zu tun? Und ihr müsst verstehen, in diesen Zeiten hatten wir so viele, also Widerstand gehabt. Und das war automatisch menschlich geredet. Wenn er weiß, wir glauben an Yeshua, haben wir verloren die Chance, diesen Preis zu bekommen, diese Anerkennung zu bekommen von der Regierung. Was war uns so wichtig als Gläubige? Weil wir wurden verspottet vorher. Ein paar Jahre vorher wurden wir verspottet in ganz Israel, weil wir gläubig waren und die Firma war bankrott. Jetzt wollten wir so gerne
diesen Preis bekommen, so dass das zu korrigieren, nicht für unsere Ehre. Und er fragt mich diese Frage. Und ich sagte ihm, er sagte ich mir, bye bye, Kaplanpreis. Okay, und ich sagte ihm, ich erzähle dir alles, auch wenn es bedeutet, vorbei mit dem Kaplanpreis. Ich glaube an Yeshua. Ich bin ein messianischer Jude. Und ich habe erzählt von meinem Glauben. Er hat alles zugehört. Und Monate später haben wir bekommen diesen Preis. Und der Teufel hat das bekämpft bis zum Ende. Die Orthodoxen haben davon erfahren und gingen rauf zu dem Minister, ein orthodoxer Rabbiner. Und er hat proklamiert. Und dann hat man, das war ein Komitee, was hat diesen Preis gegeben, hat diese Komitee, nach das haben wir uns schon bestätigt, haben sie uns wieder neu aufgehoben, wieder neu geprüft und wieder neu entscheidet, ja, wir bekommen diesen Preis. Und als wir kamen zum Parlament und hatten diesen Preis bekommen, stand dieser Rabbiner auf und hat uns beschimpft. Vor 600 Leute. Aber dann hat das die Medien aufgenommen. Ah, wir waren die Guten, die Arbeitgeber, die segnen Israel, die bringen Dollaren, die Produkten, was führen die ganze Welt und er tut uns angreifen. Wir waren die Guten, er war der Schlechte jetzt. Jetzt waren wir an der Radio, Nachrichten morgens. Hat man mich interviewt und ihm. Und er war der Arbeitsminister. Ich habe gesagt, mein lieber Arbeitsminister, du sollst für Arbeit sorgen. Du sollst zufrieden sein, dass wir geben Arbeit in Israel Menschen und so weiter und so fort. Gott hat alles zum Guten genützt. Und der Teufel konnte uns nichts abnehmen, was Gott wollte uns geben. Also, wir sollen bereit sein, zu stehen für Gott, zu opfern. Aufbauen auf das Fundament von Jesus. Und bereit sein zu opfern. Das haben wir heute geredet. Morgen werden wir mit Gottes Hilfe weitermachen.